Jeder hier hat seine eigene Erfahrung. Wie umgehen mit einem Todkranken? Darf beim Suizid geholfen werden? Also etwa einem Sterbewilligen todbringende Medikamente bereitgestellt werden? Wie viel soll hier der Staat regeln? Viele Unionsabgeordnete wollen organisierte Sterbehilfe mit dem Strafrecht verbieten. Was wir aber auf gar keinen Fall wollen, das ist eine Regelung, die eine Tür öffnet, die wir nicht mehr zubekommen und durch die am Ende Menschen durchgeschoben werden können, die da nicht durch wollen. Einen rechtlichen Freiraum wollen Sie für Angehörige und Ärzte schaffen, die sich im Einzelfall für Suizidbeihilfe entscheiden. Ganz anders ein Vorschlag, den viele SPD-Abgeordnete tragen, aber auch einige aus der Union. Sie wollen nicht das Strafrecht verschärfen, sondern ärztliche Suizidbeihilfe regeln. Schutz des Lebens, ein klares Ja. Aber bei einer zum Tode führenden Krankheit geht es ja gar nicht um das Ob des Sterbens, sondern es geht um das Wie des Sterbens. Ich halte es für unvereinbar mit dem Gebot der Menschenwürde, wenn aus dem Schutz des Lebens ein Zwang zum Qualtod würde. Die liberalste Haltung haben einige Abgeordnete der Grünen und Linksfraktion. Sie wollen auch Sterbehilfevereine in engen Grenzen zulassen. Vor Strafverfolgung bei Suizidbeihilfe warnen sie. Wir meinen, wir sollten der Versuchung widerstehen, unseren Glauben, unsere Ansichten, unsere ethischen Vorstellungen ins Strafgesetzbuch zu schreiben. Die heutige Orientierungsdebatte ist der Auftakt für weitere Gespräche. Erst im Herbst nächsten Jahres wollen die Abgeordneten über ein Gesetz abstimmen.